Verbrennen Sie sich nicht. Aua. Ich doch nicht. Brenne, mein Herr, brenne! Ich bin doch ein Targaryen. Ach so. Ursprünglich gewesen mal. Deswegen macht mir Feuer nichts aus. Ein Asbestmensch. So, was brauchen wir denn noch? Ja. Geben Sie mir Arbeit. Reisen. Oh. Eine haben wir oder welche? Eine. Einmal reicht. Wo soll ich hin? In eine von den Rennöfen. Das ist ein Brennofen. In einen Rennofen. Oh, ich muss was essen, Mensch. Das vergesse ich doch. Ja, ich meine, wir könnten noch, jetzt haben wir eine halbe Stunde, wir könnten versuchen im Dunkeln da ein bisschen am Berg rumzulaufen. Vielleicht finden wir ja eine Mine, aus der wir was rausklauen können. Ohne anschalten. Ja? Ja, da ist ja kein Eisenerz drin. Man brauchte dafür unbedingt dann noch das Eisenerz. Und wie macht man den dann aus? Bedienen und dann auf dieses große Viereck klicken. Als irgendwo raus, dann klauen heimlich. Ja, soll man eine Runde laufen? Ich glaube, wird nichts, das wird gefragt. Kann man nicht hier oben irgendwo eine neue Mine bauen? Vielleicht auch, aber das wird halt schwierig im Stockdunklen. Wir können ja trotzdem, wir brauchen ja auch auf jeden Fall Weichholzstecklinge. Soll man dann ein Pferd mitnehmen zum Tragen oder? Nee, ich gehe mal zu Fuß, ist besser. Eben. Weil vielleicht ist irgendwo noch ein Schwein oder so, das können wir dann vielleicht töten. Dann ist dann immer doof mit Pferd. Wollen Sie mitkommen da hinten? Oh, es wird hell. Und es wird hell. Ah, pünktlich uns hier, wa? Dann halt jetzt flott, weil wenn das um 20 Uhr anfängt. Willst du mitkommen? Nee, ich bleib erst. Okay, dann gehen wir schnell. Ich mache das Tor auf. Danke. Achtung, weg vom Tor, nicht so nah dran stehen. Nicht, dass es dich tötet. Nein, was mach ich denn jetzt, ja. Da fällt aber schnell runter auf das Tor. Ja. Wenn du dann auf den Boden guckst, mit Rechtsklick, dann hast du ein blaues Feld und dann steht Bergbau nach Kupfer suchen. Später kommt dann noch nach Eisen suchen, Silber, Gold dazu. Und das kannst du ja dann mal als Schnellbefehl setzen. Das nach Kupfer suchen. Kupfer schürfen. Okay. Dann brauchst du mich bloß E drücken. Und dann kommt ja immer so ein Ding, Radius-Zeichen. Der wird dann immer größer, umso besser dein Skill ist. Also ich sehe jetzt hier Graben, sehe ich jetzt hier zum Beispiel. Nee, nicht Graben. Nee, Rechtsklick auf dem Boden. Bergbau. Ja, das habe ich nicht. Kupfer schürfen. Habe ich ja nicht bei mir drin. Noch nicht? Okay, warte, dann muss ich mal Skillbaum angucken. Dass die den so verschoben haben, echt. Das... Da kriege ich gar nichts mehr. Hallöchen. Ei, habe ich gepennt. Ja, ich hab das gar nicht drüber. Wenn man die halbe Nacht durchmacht, muss ich die Frauen ärgern. Achso, da muss ich sie ausrüsten, ne? Um 10 Uhr war ich nochmal hier und hab dann den Rest gemacht und dann war ich bis 15 Uhr und dann hab ich gesagt, so jetzt hau ich mich nochmal ein bisschen hin. Okay. Blackmoon Wasser hast du gemeint? Man muss das Ding aus, die Axt ausrüsten, die Dings, ne? Steinaxt, nee. Steinpickel. Nee, brauchst nicht. Warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, welchen Skill. Das ist. Skillbaum ist mir nicht so anders wie früher. Ich
weiß jetzt nicht, was du brauchst, aber eigentlich müsste das von Anfang an gehen. Das nach Kupfer suchen. Nee, suchen geht auch erst, wenn du wirklich Bergbau betrieben hast. Ab 30 oder so. Okay. Ach so. Weil das war früher das Erste, was man machen konnte. Steine sammeln, Steinchen sammeln und nach Sachen suchen. Ah, Bergbau da oben, ne? Ah, da ist bei mir das D noch nicht hoch. Also Mauerhandwerk oder einmal Dings hier. Graben, das ist bei mir noch 0. Wenn ich Graben hätte, dann könnte ich dann hochgehen auf Bergbau. Wenn du was findest, dann fange ich an zu graben. Ja, komm mit. Weil hier ist ja, sind wir ja ganz in der Nähe von dem alten Platz, wo ich früher gebaut habe. Weiß ich ganz genau, wo ich Eisen finde. Aber ich hoffe, das ist halt nicht auf dem Territorium von jemand anderem. Aber so aus, dass das bei jemand anderen wäre. Oh, guck mal, was hier lang geht. Hm. Hat das hier einer gebaut? Also ich glaube, wir haben schon gefunden. Wollt ihr jetzt heute mitmachen beim Turnier, was jetzt gleich stattfindet? Ich eher weniger, ich guck vielleicht zu. Oh, das ist Granit. Hm. Na toll, wer braucht Granit, ich nicht. Ah, ich weiß ja nicht, ob ich... Bei Moorwacht in der Mine drin bist, die werden fuchsig. Nee, ich such ja nach einer Stelle, wo ich Eisen schürfen kann. Also nach dem Event kann ich dir ganz viele zeigen, die bei uns am Berg in der Nähe sind da. Hier außen rumgehen. Ja, Kupfer habe ich schon gefunden hinten am Berg. Da weiß ich auch, dass es da in der Ecke Gold gibt. Die haben ziemlich genau an derselben Stelle gebaut wie ich damals. Wäre das denn eigentlich auch möglich, beim Turnier einfach nur zuzuschauen? Schon, allerdings verdient ihr da nichts, ne? Gibt nur Teilnehmergebühren. Zuschauer sind leider keine Teilnehmer. Was müssen wir alles machen bei so einem Turnier? Gibt 5 Disziplinen momentan. Warte mal, ich klebe mal kurz rein, damit ich da auch nichts Falsches erzähle. Oh. Ja, und hier oben, da hatte früher der Matze da seine komische Miene. Und der ist immer noch da oben. Ja, irgendwie sieht's so aus, gell? So, also gibt 5 Disziplinen, einmal Bogenschießen, einmal Übungskampf, einmal Thorsten, scharfer Kampf und Kavalleriekampf. Beim Bogenschießen kannst du eigentlich nichts verlieren.
weil du kein Leben verlierst. Beim Übungskampf verlierst du auch kein Leben, also ist auch kein Einsatz. Genauso wie beim Tyrasten verlierst du auch keinen Einsatz. Komm mal hier mit. Für einen Bogenschießen Runde, die du gewinnst, kriegst du eine Kupfermünze. Für Turniergewinn kriegst du eine Silbermünze. Übungskampf für einen gewonnenen Kampf in der Runde hast du eine Kupfermünze und für einen gewonnenen Turnier hast du dann auch eine Silbermünze. Beim Tyrasten sind es dann für eine gewonnene Runde 2 Kupfermünzen und 3 Silbermünzen beim gewonnenen Turnier. Ja, Kavalleriekampf wäre vielleicht sonst noch interessant, der muss nicht scharf, also der kann auch stumpf passieren, je nach Absprache mit den Gegnern sozusagen. Da könnte man dann in der Runde 3 Kupfermünzen und im Turnier gewinnen Silbermünzen, 3 Stück gewinnen. Wenn ich im jetzt, Endeffekt ist nur der scharfe Kampf tödlich am Turnier. Wenn ich jetzt Bogenschießen machen würde, muss ich mich da erst skillen? Nee, ne? Ja, müsstest du dafür skillen. Okay, also kann ich da eigentlich gar nicht mitmachen beim Turnier, weil ich ja noch gar nicht. Ich war früher in meiner alten Heimat, große Kriege, aber jetzt gar nicht mehr. Alles verloren nach dem Seeunglück. Ja. Ah, das kommt alles wieder. Das kommt nicht mit dem Alzheimer. Ja, das kann man hier voll vergessen. Ja, ich habe die Frau habe ich ja gestern schon trainiert, die ist ja schon wieder Kriegerin. Also kann sie da rein. Sie könnte einen Übungskampf machen, also wäre dafür fit eigentlich. Die Sache ist jetzt nur, wie gut kämpft sie denn da. Aber theoretisch von den ganzen Skills her wäre sie dafür fit, ja. Ja. Also ich will mich irgendwann auf jeden Fall hochleveln als Dings hier, mit Pfeil und Bogen. Zum Backofen hinstellen. Also der Stadtmauer ist genau da, wo ich meine Mine früher hatte. Mhm. Und ja gut, dann guck mal auf der anderen Seite, wo wir eben rausgehen, sind bei uns. Oh, meine Söldner kommen gerade schon. Haha, da sind sie schon eingejoint. Sehr gut. Ein Bär ist auch da, geil. Hey. Moin! Moin! Bitte heil noch! Ach, ihr seid immer noch kaputt, alle. Nur normale Heilung, oder was? Ja. Bin ich kurz auf Karma. Perfekt, komm, schnell! Hier kannst du ein bisschen klöppeln. In die andere Richtung dann gucken, ne? Da drüben will ich was finden. In dieser anderen Burg. Warte mal, ich versuche gerade durch die Map zu gucken. Kriegst du Eisen raus? Und tu nicht so viel abbauen, dass du nicht schnell laufen kannst, gell? Ich bin ein alter gebrechlicher Mann. Also es sollte nicht in den roten Bereich gehen. Komisch, die Insel sieht genauso aus wie bei uns früher, ne? Ich weiß absolut nicht, wo ich den Backofen hinstelle. Okay, was hast du jetzt da rausgekriegt? Ein Honig. 100 Eisen. Mhm. Ha? Ja, habe ich rausbekommen. Okay, sonst noch was? Steine? Ja, Steine habe ich rausbekommen. 100.
Mal schauen, wie lange das Stück dann reicht. Aber dass es hier so baumfrei ist, halt echt übel. Total kahl. Um unsere Burg herum? Ja, schon. Mit Absicht gemacht. Ja. Wenn du den ersten Krieg hinter dir hast und dann der zweite kurz kommt, bist du ganz froh, dass das nicht mehr so ist. Weil sonst siehst du keine Gegner. Geht ja der Berg. Weg nach oben. Ja, aber wir waren vorhin, ich weiß gerade gar nicht, wer Torhall ist, wer von euch? Den haben wir vorhin gesucht, der Saulin und ich. Da hatten wir Stecklinge für euch. Wir wollten nicht quasi bei euch. Das Abend. 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 Ich wollte euch auf einen Claim anbauen, aber haben dich nicht gefunden quasi, wo du da warst. Ja, ich war am Berg hinten. Kupfersuch. Ah. Hättest du uns einfach gefragt? Ich glaube, Saulin hätte dir auch sowas gegeben. Ja, aber ich will ja auch nicht hier dauernd hier Startergeschenke kriegen. Wer zündelt denn da schon wieder in der Arena? Ich habe nur schon mal die Lichter angemacht und bin schon mal hier die Zelte am Aufbauen wieder. Warum? Kommen etwa wieder die Söldner? Oder die sind schon da. Wie, die sind schon da? Hase und Bär sind schon auf dem Server. Die sind schon da. Oh jo. Hase sehe ich ja schon hier im Channel. Könnte ich denn den Backofen hinstellen? Ganz Zeit überlegen, weil das hier muss ja frei bleiben. Hier. Backofen hier braucht man nicht. Lasst es mal. Backofen nicht bauen. Bau dir lieber eine Küche. Mhm. Warte, nicht da rein. Hier. Nee, ich weiß. Aber der Rennofen kann nichts reinpacken. Doch, der eine ist so gut wie leer, warte. Guck grad, ich nehme mal gerade überall die Kohle raus. Nee, ich meine, ich kann mit dem Rennofen nichts anfangen. Ach so. Kann nur untersuchen. Der Skill passt noch nicht, zu gut Deutsch. Ja. Ich habe meine Fähigkeiten verloren im Wasser, im Sturm. Du mit deinem Sturm. Bist du baden gegangen oder wie? Ja, deswegen bin ich hier an Land angekommen. Im Sturm hat uns unser Schiff. Ja, es wollte uns nicht mehr tragen. Ne? Oh, das ist aber böse. Man sollte auch keine mit Holzwürmern durchsetzten Planken benutzen. Ja, als König von 1000 Ländereien spart man irgendwo ein bisschen was. Wisst ihr, ich spare noch nicht mal am Schwert. Selbst die werden bei mir aus Stahl gebaut. Ich habe halt meine Planken aus Rumänien geholt. Das Eisenerz kannst du mir gleich geben. Ich pack's es hier im ersten Wagen rein. Oder so. Dann sei froh, dass sich das Schiff noch bis kurz vor die Küste getragen hat. Das ist wahr. Deswegen bin ich ja sehr, sehr froh, an so ein schönes, gelobtes Land zu kommen. Mit so friedfertigen Menschen drauf. Ja, das hat das erst so friedfertig gemacht, sagen wir mal so. Da freut mich nicht zu früh. Ich sag mal so, der letzte nicht ganz friedfertig ist vor ein paar Wochen gegangen, oder? Wie würde man das jetzt nennen? Vor ein paar Wochen stimmt nicht. Ja, das ist, wie lange ist das? 2 Wochen, 3 Wochen? Doch so um den Dreh. Ja, du könntest so hinkommen. Wie viel Eisenerz brauche ich nochmal für einen Amboss? 8 Stück brauchst du da. 8 Barren. Und für einen Barren brauchst du 40 Erze. Ne, doch wie viele 40 Erze, ne? Also ich persönlich bin gerade überfragt, ich bin bei uns nicht der Schmied. Meiner sitzt auch noch unten im AFK-Channel. Hab ich schon gesehen. Aber da geht nur Eisen, gell? Oder geht auch Kupfer? Macht man auch Eisen nur. Dann hab ich's noch richtig im Kopf. Aller Voraussicht nach werde ich heute nur zum Zusehen beim Turnier dabei sein. Die anderen werden nämlich wahrscheinlich nicht rechtzeitig hier sein. Na, das ist schade.
Ja, wie gesagt, es gibt ja auch Disziplinen, wo man alleine antreten kann. Oder zum Beispiel dieses Kirsten, ich glaube von Jellinger, wenn der mitmachen wollte, wollte der wenn dann Kirsten und wäre, glaube ich, auch alleine. Ja, ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich im Moment gehandicapt bin. Achso, war irgendwas mit der Hand, ne? Irgendwie so war das. Nee, mit der Hand nicht, mit dem Halswirbel, ach, weil Halswirbel, ich genau. Am Donnerstag einen Auffahrunfall hatte und ja, da habe ich leider jetzt gerade eine Halsmanschette und je länger also, man sitzt, umso mehr Schmerzen gibt es wieder. Naja, klar. Wenn ihr wollt, könnt ihr beiden ja eine Töpferscheibe bauen, jeder und einen Mühlstein. Auch jetzt gerade möchte ich nicht. Nee, nicht ihr, die anderen zwei. Ich wusste das schon. Ich bin gerade am Platz suchen, den hinbauen kann. Okay. Was? Sachen. Ja, diese kann man transportieren. Ich gebe mal kurz ein bisschen Level. Die sind beweglich, die Dinger. Backofen, Bienenstock, Eselarm. Ja, Backofen nicht, der ist nicht beweglich. Vielleicht so ein Holzfall. Ich muss erst mal gucken, was ich alles. Kühlscheibe, Weinpresse. Ach, du musst unter Baustoffvorbereitung gucken. Das findest du nicht unter Zimmern, sondern unter Baustoffvorbereitung. Die Töpferscheibe. Und Dani, die Sachen da halt, Mühlstein und Töpferscheibe, die kann man halt rumtragen. Deswegen ist es egal, wo du es hinbaust. Kann man dann später wieder wegtragen. Oder auch hier so Gerbgestelle. Oder hier solche Gerberwannen kannst du auch machen. Das ist da. An Unterzimmern. Gerben sind Sachen sind Unterzimmern, ja. Die Rahmen und die Wannen. Damit kannst du dann erstmal auch den hochleveln. Ein Formstein und 6 Holzbrett. Raven? Ja. Ich habe vorhin mal geguckt bezüglich dem Handelsposten. Sag mal, wie benutzt man den eigentlich? Man kann den doch richtig benutzen. Es ist vorgesehen vom Spielinhaber, dass er sozusagen so ein. So ein Auktionshaus wie bei, sag ich mal, WoW reinführen will, aber ist noch nicht implementiert vom Spielgeber her. Also von einem okay, weil im Wiki stand es nämlich drin. Ja, da steht vieles drin, aber da steht dann meistens da unten so ein kleiner Ding, so ein kleiner schwarzer Block drin, wo dann steht, ist noch nicht implementiert. Man könnte das einführen, indem man Mod drauf macht. Aber dass diese Mods-Geschichten, dann da muss man mit allen absprechen, weil dann dafür müsste sich jeder erstmal wieder eine Datei runterladen, damit er das diesen Mod auch nutzen kann und alle so eine Sachen. Ich will mir halt keine Spieler durch Mods vergraulen. Das stimmt. Ich liebe Mods. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Vor allem, wenn es um Minecraft geht. Welche Mod da besonders? Die Magmos-Mod. Die kriege ich absolut nicht zum Laufen. Weißt du, da gucke ich mir die Leute an, so 12-jährige Kinder, die knallen das Ding da rein und es läuft und ich versuch's und ja, okay. Ja, okay, wir haben uns eher ein bisschen zurückgehalten mit Mods. Wir haben dann mehr so Mods für Serverwartung etc. drin gehabt. Wie Live Map und sowas. Na, okay. Wo bekommst du den Formstein her? Du nimmst dir eine Spitzhacke und Steine ins Inventar und dann klickst du rechts auf die Spitzhacke und da steht dann irgendwo Steine schleifen dran. Aha! So war das. Danke! Keine Steine. Wir waren hier im letzten Wagen. Ab wann ist Anreise, Raven? Du hast noch gar nichts geschrieben. Ab 20 Uhr hatte ich heute Mittag schon mal geschrieben gehabt. Ich dachte, das weiß jeder soweit, aber ich kann das ja nochmal gerne reinschreiben. Ja, ich weiß nicht, ob alle, die jetzt hier drauf sind, das so kennen. Also, du spielst oder? Bitte?
Also Jellinge kommen wohl später erst noch, also kurz vor, so wie ich das gehört habe. Die sind noch unterwegs, aber wollten pünktlich da sein dafür. Okay. Wie gesagt, bei uns wird das heute schwierig. Meine Ritter sind alle entsandt. Schade drum. Ich kann das noch gar nicht machen. Bin stumm. Und so? Hast du eine Spitzhacke? Ja, hinten auf dem Rücken. Handwerk. Rechtsklick auf die Spitzhacke und dann müsste Handwerk dran stehen, schleifen. Ah, jetzt. Okay. Danke. Bin gleich wieder da. Raven, hast du eigentlich letztes Mal mitgekriegt, wie wir zum Turnierplatz runterkamen? Mit eurer Einmarschmusik? Mit unserer Fanfare, jawohl. Ja, hatte ich mitgekriegt. Also ich würde das feiern, wenn das mehrere so machen, also verschiedene Musiken. Ich würde das bei mir auch die Balboa laufen. War aber ein bisschen tricky, das so hinzukriegen. Man muss quasi auf deinem Laptop oder auf deinem Rechner halt quasi das Stück laufen lassen und dann mit STRG da durchrennen, ne? So in etwa. Damit du das quasi in-game hörst. Das mit dem Steuerungssenden war schon richtig. Das andere war Hellspells von wo? Hellspells? Die so ein bisschen so angehört am Anfang. Bong. Ach nee, das war, ach so. Das war bei der Kirche, genau. Das haben wir bei der Kirche gemacht, genau. Bei der Kirche, genau. Aber ist richtig, das war Hellspells. Ja, hat mich auch sehr daran erinnert. Ich dachte schon, die kenne ich doch irgendwie, diese Glocken. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Kämpfer heute überhaupt kommen, ey. Tja, das ist eine gute Frage. Am Anfang kam noch der Anschein so rüber, als ob das sehr gut angekommen ist bei allen und alle so Bock drauf hatten. Aber ja gut, wenn dann immer noch RP dazwischen kommt, da kann man nichts machen, ne? Geht halt immer vor. Du meintest RL, oder? RL, ja, genau. Ja, in dem Falle ist es so. Wie gesagt, also ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass ich Bogenschießen gut auskriegen kann. Da bin ich ja bei The Forest sehr gut. Ja, Philipp? Oh ja. Ich sag mal, gerade für die Neueren ist das ja jetzt gleich ein super Training. Ja, eigentlich schon, ja, aber du musst wenigstens erstmal einen Bogen in die Hand nehmen können. Ansonsten. Das habe ich alles verlernt nach dem Untergang meines Schiffes. Er ist mit dem Kopf gegen Mast geschwommen. Das gibt Schmerzen. Ist immer runter. Deswegen bin ich jetzt untertan vom Philipp.
Aber wenigstens hat Raven ja mit Chizero gesprochen und hat dafür gesorgt, dass der einen Antrag ans Wetter stellt, dass es nicht mehr so diesig ist. Ist das so? Hab ich das? Ja, nicht? Hallo. Ich würde sagen, das liegt am Sommer. Hallo. Nicht regnet. Und Hallöchen. Kommst du jetzt auch, Micha? Eigentlich dürfte ich nicht kommen. Eigentlich müsste ich einfach sagen, komm doch. Komm doch jetzt, komm. Erstmal muss ich online kommen. Danach muss ich gucken, wo ich stehe. Und dann. Sascha und Dingens wollten doch auch kommen, ne? Und wie heißt ja. Mausi? Ne, wie heißt sie bei euch? Melanie und Sascha. Ja, aber also Mieze, genau, das war's. Haben wir schon Hasen und eine Mieze hier. Und eine Selena, ne? Wir können noch eine Biene machen. Ach, da ist Hase. Und wir haben einen Bären. Bin ja mal gespannt, ob Hase heute wieder gejagt wird. Hallo? Ja, was denn? Ihr dürft das doch noch nicht vorher verraten. Ihr müsst ja jetzt erst Kämpfe für mich gewinnen. Ach so. Also Hase, keine Sorge, wir jagen dich. Nur wenn du nicht gewonnen hast, so wie letztes Mal. Ich gehe nachher mal los und töte jeden, den ich sehe. Wahrscheinlich werde ich selber sterben. Okay, wir lassen offline. Tschüss. Aber so oft wie Raven mich heute Nacht umgenietet hat. Das war nur Training. Geht gar nicht. Ja. Zweideutige Bilder ab jetzt bitte abschalten, danke. Wieso zweideutig, hä? Ich hab doch nur umgenietet gesagt. Ich hab von nichts anderem gesprochen. Und ich nur von Training. Genau. Ja, man kann alles trainieren. Hat's dann zu meinem Mann die Sprache geschlagen. Ich renne gerade hinter einer Kuh her. Da war ich kaputt gemacht. Da sucht sich schon Ersatz. Ich zieh aus hier, tschüss! Ja, sie wurde ja gestern auch kurzfristig mit mir verheiratet und 15 Minuten später auch schon wieder geschieden. Ja. Mann, hier ist was los. 5 Minuten war das nicht kürzer? Ich wollte gerade sagen, hör mal, hä? Ich hab das gehört rein. Irgendwie so, nein, ich glaube, das war nicht ganz so schlimm, aber Also ich habe was gefunden, ne, Philipp? Ja. Was? Oh. Rechts raus aus dem Tor. Und dann hochwärts. Tor? Was hast du denn da gefunden? Eine Kuh. Nein, weg da. Ich meine, Erz. Wenn ihr da draußen eine Kuh gefunden habt, geht den Berg mal ein bisschen weiter hoch, da sind noch zwei Kühe. Also nur für Jagen oder Knochen, wenn ihr die braucht. Ja, hat hier eine Kuh kam hier runter. Weißt du warum? Ja, da sind drei Kühe halt insgesamt. Ne? Eine ist von unserem Claim, die rennt immer raus. Das ist Wärter. War auf der Flucht. Keine Ahnung, was das soll, denn zu fressen gibt, dass sie immer abhauen. Oje. Wohl nichts Gutes. Kohle oder so, keine Ahnung. Oje, oder Eisen. Guter Eisen. Das Schlachtrosse züchtet man anders. Soll ich dir das zeigen, wo es ist? Dann kommen Sie mit, mein König. Folgen Sie mir. Ich bin doch nicht dein König. Ich habe mein Hab und Gut verloren auf dem Wasser. Ich bin einfach mein leibeigener Neger. Was? Mein Lenore. War das jetzt eine rassistische Beleidigung? Ach nee, das gab's ja früher noch nicht. Da herrscht doch kein Rassismus.
Ja, warte ab, wenn... Lenore ist Waschmittel, also... Warte ab, wenn ich wieder zu meiner Größe werde. Ariel. Wer ist denn nun schon an der Arena? Der Veranstalter. Nur der Veranstalter? Und meine Söldner. Wir warten hier. Auf ihr Geld, genau. Keine Ahnung, wo ich die Pflanzen sehe. Ah, da ganz oben. Ich sehe es schon. Du siehst es schon? Ja. Ich sehe schon den Tunnelschacht. Hier kann da sein. Ich will nur gucken, ob hier auch überhaupt jemand kommt. Ich habe eigentlich keinen Tunnelschacht gemacht. Achso, du hast so gefunden, aber da oben. Wer kommt denn eigentlich alles? Ja, für normal wollten ein paar kommen. Für normal wollten ein paar kommen. Also die Jellinger fehlen noch. Solin ist, glaube ich, noch AFK unten. Also eigentlich... Achso, nee, das ist ja. Was ist denn das? Ich stupse den mal an. Steinbock. Also hier drüben, wo ich bin, dann. Ach ja. Ach, da ist er, guck mal. Dori! BB, geht los. Kommst du zur Anmeldung dann? Ja, ja, ja. Nimmst du die Neulinge mit vielleicht? Also ich weiß nicht, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht. Gleich auf dem Rückweg. Also ich habe keine Fähigkeit momentan, um irgendwas zu machen, außer vielleicht einen Stein zu werfen. Wenn du das machst, musst du aber auch hier mit teilnehmen, ne? Ist ja klar. Wenigstens beim Bogenschießen oder beim Übungskampf. Kannst ja nicht verlieren. Hier, genau. Deswegen liegen wahrscheinlich hier auch die Steine. Und da vorne so, ja auch welche. Ja, ich hab's gehört. aber wie gesagt, wenn du schon so einmarschierst, dann musst du wenigstens irgendwo mitmachen. Bogenschießen oder Übungskampf. Kannst ja nichts verlieren. Kann ich schon Bogenschießen machen ohne irgendwie eine Erfahrung? Nein. Aber das musst du vorher machen. Brust vorher, genau. Ja, das habe ich auch noch nicht. Ach, früher als König braucht man sowas nicht. Sieh zu, dass du hierher kommst. Ich bin mir sicher, dass unser Admin dir hier nochmal was zum Üben hinstellt. Noch steht ja was. Na, du? Oder so. Ja, cool, ja, komm, reite. So geschwind wie der Wind. Da läuft ein Hase. Wo? An der Schule. Die merkwürdigen Sehen davon nehme ich. Boah. Die merkwürdigen Sehen vom Hasen? Ja. Ja. Links sie wenigstens noch der Alchemie, immerhin. Da oben steht er. Die hat ja ein paar mehrere davon, weil die ist so schnell. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist merkwürdig. Achso. Wo ist der? Ich bin nur in der Bucht drin. Disconnect, deswegen findest du mich nicht und kannst mich nicht haben. Die hatte, glaube ich, die Pumpe schon bereit. Ist ja wenig los. Ja, irgendwie das letzte Mal war mehr los und dann haben alle so die Woche darüber viel gesprochen und trainiert, deswegen dachte ich, da kommt jetzt mal richtig was hier. Ja, hätte ich auch erwartet. Zu Hase extra gesagt, hey, die haben sich richtig gut angenommen, das Turnier, und ja, und jetzt keiner da. Ganz allein. Ja, keiner da, keiner da. So, ich bin in der Burg drin. Wo soll ich hin zum Arena Feuer und Stahl? Wir gestern gebaut haben. Geh am besten erstmal hinter zu Solin. Geh mit Solin zusammen hin. Komm hier hin. Oh, mein Wein hast du noch fertig, Mann. Absah zeitlich etwas Verzögerung. Oh Mist, ich glaube, ich habe was vergessen. Haben deine Söldner denn schon den Handelsposten gesehen? Glaub nicht. Auch schon bestimmt wieder das Geschütze, der Bot. Das Geschirr zerdeppert? Ja. Ist Hase so ungeschickt, oder wie? Nein, der Bär. Ist meistens etwas brachial. Ah, okay.